Der Austragungsort dieser Partie heute ist die Red Bull Arena. Liebe Zuschauer, wir freuen uns auf ein Spiel bei bestem Wetter. Klasse, dass Sie zu Hause mit dabei sind. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden das Ganze wie gewohnt für Sie daheim kommentieren. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. RB Leipzig gegen 1. FC Köln. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, da schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Sie stehen vor allen Dingen defensiv richtig gut. Wird schwer, sie hier zu Hause in Bedrängnis zu bringen. Und damit haben sie natürlich beste Voraussetzungen für dieses Spiel. Jetzt geht's los, liebe Zuschauer. Anstoß Leipzig. Emil Forsberg. Oh, da ist er durch. Sie wollten hier von Anfang an tonangebend sein und das ist Ihnen auch gelungen. Aus kurzer Entfernung das Tor, da sehen wir es nochmal. Ja, da macht er alles richtig, ich weiß genau, wo der Ball hin muss. Besser kannst du den nicht machen. Hier nochmal dieser Treffer. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Salih Özkan. Ah, sie verlieren den Ball. Freistoß, ja, aber keine Verwarnung. So früh im Spiel tun es auch ein paar ernste Worte an den Spieler. Der FC hier in der Vorwärtsbewegung. Da ist die Hereingabe. Gut geklärt, das war wichtig. Auf Außen ist Platz. Daniel Olmo. Die Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Was macht er draus? Tolle Parade. Und irgendwie hält er ihn. Skiri. Sebastian Andersson. Das könnte vielleicht was werden. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Da passt er auf. Yusuf Paulsen. Der 1. FC Köln mit dem Einwurf. Wolf. Skiri. Sebastian Andersson. André Duda. Da geht er gut in den Zweikampf. Emil Forsberg. Yusuf Paulsen. Ball kommt rein. Aus nächster Nähe scheitert er. Aber das Lob gilt natürlich dem Keeper. Da macht er zu, macht dicht und lässt nichts anbrennen. So, Ecke kommt. Kopfball, aber nicht drin. Gut vom Torwart. Und nochmal Eckball. Fans sind da, sie hoffen auf diese Ecke. Im Moment machen sie richtig Druck. Ecke kommt in den 16er. Gute Szene, aber gibt Abstoß. Den Ball hat er irgendwie nicht richtig getroffen und lässt diese Chance hier liegen. Super Flanke, aber das Timing beim Kopfball stimmt nicht. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Fällt das Tor doch noch. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt.
Dani Olmo. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Erstmal geklärt. Das gibt Einwurf, aber war knapp. Wäre sonst fast eine Ecke gewesen. Da ist die Flanke. Da können sie klären. Jetzt können sie vielleicht kontern. Sebastian Andersson. Sie geben den Ball ab. Könnte was werden. Guter Pass. Forsberg. Das macht er gut. Geklärt hier, aber keine schlechte Gelegenheit. Ecke kommt rein. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Die kurze Variante. Yusuf Paulsen. Klasse gehalten. Richtig stark gemacht. Verhindert hier ja den sicheren Treffer. Ecke kommt in die Mitte. Tor für Leipzig! Hier ist dieses Tor nochmal. Sie bringen die Ecke rein. Und das ist einfach nur ein exzellenter Kopfball. Deshalb ist er da vorne drin so wichtig. Okay. Dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. ...2-0 steht es hier, sie machen einen guten Eindruck. Dani Olmo. Nur noch der Torwart vor sich. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Also die Szene eben unfassbar, dass er den nicht macht. Das muss doch ein Tor sein. Und das ist der Ballverlust. Emil Forsberg. Da ist er alleine durch. Lange Flanke jetzt. Ja, sie können erstmal klären. Amadou Haidara. Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Jetzt kann er noch eine Ecke reinbringen. Ecke in die Mitte. Ja, das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Flanke jetzt. Oh, mit dem Fallrückzieher will er da den Treffer machen. Akrobatisch, aber sind wir ehrlich, richtig gefährlich das nicht. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Er ist einfach der beste Mann auf dem Platz. 3 Tore, eine Weltklasseleistung. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch und dann macht er alles richtig. Harter Schuss aus der Halbdistanz. Besser kannst du das Ding nicht verwerfen. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Eindeutiges Resultat bis hierhin.
Klasse Aktion, Ball ist weg. Yusuf Paulsen. Super Pass. Da ist die Chance für Dani Olmo. Oh, er trifft die Latte. Sebastian Andersson. Skiri. Duda. Jetzt vielleicht mal die Kölner. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Das macht er gut. Oh, kein guter Versuch. Der ist komplett misslungen. War eigentlich eine gute Chance. Nordi Mukiele. Ob diese Partie wirklich nochmal spannend wird? Für den Moment steht es hier 3:0. Ein beruhigender Vorsprung zur Pause. Buschi, wie sieht dein Fazit aus? Ja, eine ganz klare Sache ist das bisher. Und wenn sie weiter konzentriert bleiben, dann sind sie heute nicht zu schlagen. Die zweite Hälfte, Anstoß hat der 1. FC Köln. Wolf. Salih Özcan. Elvis Redzepi. Schussversuch. Keine Gefahr bei dieser Aktion. Angelino. Schöne Aktion. Forsberg. Alles offen. Weiter gefährlich. Wolf. Der FC hier in der Vorwärtsbewegung. Gutes Anspiel. Marius Wolf. Der Ball erstmal raus, gut gemacht. Die Gäste werden wechseln. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Emil Forsberg. Gefährliche Aktion, aber der Keeper ist da mit einem Hechtsprung. Super gemacht, da greift er ein, ist zur Stelle. Sie können sich auf ihn verlassen. Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Ecke kommt in den 16er. Klasse vom Torwart, er pariert diesen Kopfball. Eine wichtige Durchsage. Bitte helfen Sie unserem Reinigungsteam, indem Sie möglichst keine Müll am Platz hinterlassen. Elvis Redzepi. Danke. Keine Schwierigkeiten hier bei diesem harmlosen Versuch. Angelino. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Forsberg. Da ist die Chance. Der Ball ist drin. Und der Schuss geht flach rein. Da war nichts zu halten. Und irgendwann ist er dann nicht mehr aufzuhalten und bleibt auch vor dem Tor ganz ruhig. Eine super Szene. Er ist einfach gedankenschneller als alle anderen.
klare Sache hier. Das 4-0 ist schon deutlich. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Der ist noch heiß. Sie kommen über den Flügel. André Duda. Keine Gefahr. Die Flanke wird abgeblockt. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Elvis Redzepi. Gute Aktion vom Torhüter. Eckball. Die Unterbrechung nutzt er jetzt. Es kommen zwei frische Kräfte. Kommt rein. Kein Tor bei diesem guten Kopfball. Ja, der Ball geht knapp über die Latte. Das hätten Treffer verdient gehabt. Gut getimte Flanke, aber er ist beim Abschluss zu überstürzt drüber. Da hat er wohl zu genau gezielt. Nordi Mukiele. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Flanke jetzt. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Marcel Sabitzer. Sie haben den Ball. Und man merkt wieder alle aufatmen in der Abwehr. Das war gefährlich. Auf der Linie geklärt. Es hat nicht viel gefehlt. Yusuf Paulsen. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling. Yusuf Paulsen. Starker Zweikampf. Ballverlust. Das ist ein vielversprechender Pass. Oh, in der Mitte völlig frei. Da sieht er schlecht aus. Er trifft ins eigene Tor. Da wurde er auf dem falschen Fuß erwischt und dann fälscht er den Ball ins eigene Tor ab. Ja, nicht wirklich glücklich reagiert, aber das kommt vor. Hier nochmal dieser Treffer. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Das war wirklich unglücklich, dass der Ball da ins eigene Tor gegangen ist. Guter Pass. Da ist die Chance für Dani Olmo. Da macht er ihn rein. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Die Nummer 4, Willi Orban. Neu im Spiel, die Nummer 23. Ja, der nächste tolle Pass. Jetzt vielleicht mal die Kölner. Den Zweikampf führt er gut, jetzt hat er den Ball. Yusuf Paulsen. Alles frei.
Chance vielleicht, Abwehr ist da. Was für eine Technik mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. Da kommt nochmal die Wiederholung, Flanke wird reingebracht und dann nimmt er diese Hereingabe an, macht das super, lässt sich nicht aufhalten und drin das Ding. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Modest. Aber den muss er besser verteidigen. Halstenberg. Das ist Forsberg. Angelino. Ja, da ist Platz jetzt. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Er passt auf und kann klären. Keine Gefahr mehr. Vorerst zumindest. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Skiri. Und das ist der Schlusspfiff. Leipzig holt sich hier also den Sieg. Das war wirklich eine klasse Leistung heute. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Überzeugend.